Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 2 mit mir, Alawach 1990, Terminal, Team Deathmatch, AK-47 mit, Vollmantel, oder? Ich muss kurz mal gucken, was wir noch so haben. Aber ich denke mal, AK ist hier gar nicht mal so schlecht. Ja, ich hatte ja gestern gesagt, pass auf, ich bleib in der Lobby. Die Lobby war schon ganz geil, die hätte ich auch ganz gerne drin geblieben. OMP haben wir. Oder Farmers? Nee, komm, wir bleiben bei AK. Das Problem ist aber, dass die guten lieben Herren ja ausgerechnet aus der Lobby raus joinen müssen. Die haben alle die Lobby geliefert. Keine Ahnung warum, Mann. Die sind so... Ah! Das ist echt nervig gewesen. Weil das war halt... Ach genau, blockt mich halt. Es war halt eine echt gute Lobby. Und da hätte ich ganz gerne noch die Freitagsfolge aufgenommen. Das Problem ist, jetzt muss ich halt die Freitagsfolge irgendwie anders aufnehmen. Und ich habe 2 Assists. Ja, bombastisch. Ohne Scheiß. So, zack. Immerhin schon mal ein Kill. Weil, ja. Weil ich möchte schon ganz... Na, komm schon. Weil ich möchte nämlich schon heute, also am Donnerstag, dass ich die Folge voraufnehme, abgeschlossen haben, weil ich habe so langsam keinen Nerv mehr für MW2. Sorry, ist aber leider so. Weil MW2 ist zwar ein mega geiles Spiel, das Problem... Ist aber nur, das seht ihr genau. Ich setze mich dahin und ich komme halt nicht weiter, weil die ganzen Spackos halt so knallhart am Campen sind. Aber dagegen können wir halt was machen. 4-0, der... Okay. Alter. Wo ist er denn jetzt? Ey, oh, was ist denn los, Alter? Ich krieg nur Assists. 5-0, nee, was spiel ich denn? 2-3-3. Genau, es leckt. Es leckt bis zum geht nicht mehr. Die Leute sind da schon wieder knallhart am Campen. Na komm. Oh, schade, ich krieg ihn halt nicht. Weil das geht halt die ganze Zeit so. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme jetzt nehme oder nicht. Mal gucken, was sich noch ergibt, weil ich habe ja noch ein paar Möglichkeiten, hier ein paar Kills zu machen. Und da ist eine Gelegenheit Nummer 1. Da hat sich auch fast Gelegenheit 2. Da bietet sich sogar noch Gelegenheit 2. Gelegenheit 3 und 4 kriege ich natürlich nicht. Weil ihr seht, dieses Problem ist, die sitzen sind nur am Campen. Die können halt an sich gar nichts. Gab einen schönen Doppelkill sogar. Das ist geil. Und es geht halt so die ganze Zeit. Dazu lecken die Lobbys noch bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ach komm schon, dann hast du natürlich noch solche Spastis. Die dann irgendeinen Scheiß spielen. G8 Kimbo hatte ich auch schon am Start. Und ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit MW2 aufhören soll. MW2 ist halt ein mega geiles Spiel. Es macht immer noch Laune. Das Problem ist halt nur, dass die Community, also die Leute, die das spielen noch, das Game halt leider kaputt machen. Wie man sieht, ich habe keine Chance, da überhaupt drüber zu ziehen. Ich weiß nicht, wer hier überhaupt ein Host ist. Gut, die M16 ist so recht stark. Dagegen sage ich ja nichts. Aber ich sag dagegen was, wenn die Lobby halt leckt und der Host halt kacke ist. Naja, ist ein Ding, jetzt ankommt. Nee, da bin ich nicht. Ist gut. Na, wo sitzt der? Okay. Der sitzt hinter mir. Natürlich kommt er hinter mir. 10-8, ja, ist, ich sag mal so, ist noch akzeptabel. Weil da seht ihr mal, ungeschönt, wie es aktuell in MW2 halt aussieht. Und das ist halt leider Dauerzustand aktuell. Also es ist echt schwer für mich, eine einigermaßen attraktives Gameplay. Weil nichtsdestotrotz, ihr möchtet ja trotzdem ein bisschen was sehen. Und das muss ich halt ein bisschen rausfiltern. Da sitzt der Typ. Ah, scheiße, komme ich nicht schnell genug hinterhergehen. Ich muss jetzt ein bisschen selektieren. Pass auf, ist gut oder nicht. Und wenn ich da halt nur weggekämpft werde oder irgendeinen Scheiß, macht es natürlich keinen Spaß zuzuschauen, ne? Ich hoffe mal, dass hinter mir jetzt keiner ist. Nope. Und sowas guckt halt, ist halt auch ein bisschen, naja, zum Gucken, sag ich jetzt mal. Aber wenn es so weitergeht, so wie jetzt aktuell, geht's an sich okay. Dann, ja, ich denke mal, das wird doch so bleiben. Weil ich bin halt echt knallhart überlegen. Was habe ich jetzt? 85? Sind das denn 85 Folgen? Also Battlefield 1, genau.
Modern Warfare 2 aktuell erstmal ein bisschen zu pausieren. Gut, das sind mir schon wieder zu viele. 15-8 ist okay, wenn ich halt noch einen Kill kriege. Ist okay, ist annehmbar, sagen wir es mal so. So, zack. So, dass ich immer mal jetzt versuche, meine 2er-KD zu halten. Ach komm schon, du Ficker, Alter. Das werden. Alter, ich war sogar auf Nuke. Also, ich weiß, dass ich meine Nuke-Killstreaks habe. Weiß ich, ist mir bewusst. Ja, Leute. Mein Problem war halt bloß gerade, ich zähle meine Kills ja nicht bis zum Harrier. Danach geht ja das Zählen erst los, beziehungsweise, ja, so grob das Zählen zumindest. Und natürlich werde ich dann weggetubed. Ich hätte das Potenzial, beziehungsweise ich hätte die Möglichkeit gehabt, einen Nuke zu kriegen. Das ist so jetzt mal so mein Kern. Frage ist jetzt, wo kommt er lang? Ja, natürlich. Er tubt, er nimmt sich die Zeit und tubt da halt rein. Na ja, gut, immerhin. Da seht ihr jetzt, wie es halt anfängt mit dem Lobby-Lecken. Oh. Ja, scheiße, ich war eigentlich schon längst um die Ecke. Ja gut, 19, 20, 11 ist okay. Jetzt noch den ein oder anderen Kill nochmal mit der Waffe mal wieder machen. Wäre auch ganz nice. Aber anders geht's halt nicht. Das seht ihr. Und das ist halt zurzeit echt so das MW2-Problem. Wo ich die letzten Folgen, oder wo ich halt auch extrem, bevor jetzt Infinite Warfare und so rauskam, habe ich ja extrem viel MW2 gestreamt und gespielt und auch aufgenommen und alles. Da war es halt nicht so. Es hat sich jetzt von heute auf morgen wieder mal so instant geändert. Was ich halt echt behindert finde. Ah, lass mich durch. Nicht blocken, nicht blocken. So, den Kill haben wir. Schade, eine 2KD kriege ich jetzt nicht. Ich habe auch jetzt keinen Bock drauf zu gehen noch. Aber. Ja gut, no risk, no fun, ne? Dann haben wir den noch. Gut, ein 22-12 ist okay. Aber da seht ihr mal, wie MW2 aktuell ist. Und das ist so, ehrlich gesagt, das Problem. Du hast Camper, Hacker und das Lobby-Laggen. Wenn die Camper, wenn das Lobby-Laggen nicht wäre, das habt ihr im Endeffekt schon wieder ein bisschen gesehen. Ne? Dieses Ruckeln. Und das macht für mich MW2 echt schwer zurzeit zum Aufnehmen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Da habt ihr mal gesehen, wie MW2 zurzeit ist. Ich hoffe mal, dass es sich wieder bessert. Und ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch ein schönes Wochenende, schönen dritten Advent. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich wieder ein Like da. Auf jeden Fall, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.